Hey Leute, was geht ab? Willkommen auf einem weiteren Vlog auf meinem Kanal. Heute nehmen wir euch wieder mit. Es ist wunderschönes Wetter draußen, Leute. Wir haben Corona hinter uns gebracht und jetzt sind wir wieder unterwegs und drehen einen Vlog für euch. Ich zeige euch jetzt einen Laden. Das ist der beste Bubble Tea. Und dann werden wir euch wahrscheinlich wieder mitnehmen. Denn wir brauchen heute wieder ein paar Kleinigkeiten. Das Wetter ist schön. Der Kleine braucht Badeanzug. Und ja. Gönnt euch Ultimate, nennt sich der Laden. Er ist richtig nice. Ich mache euch ein paar Aufnahmen. Gönnt euch. Wir haben jetzt 2 Wochen keinen Vlog gedreht. Wir haben einfach vergessen, den Bubble Tea für euch zu probieren. Also vor der Cam. Probieren müssen wir das eigentlich gar nicht, weil es übertrieben lecker schmeckt. Ihr habt gesehen, voll die süßen Menschen auf jeden Fall. Grüße geht nochmal raus. Es hat Bombe geschmeckt. Ich verlinke euch den Laden auf jeden Fall unten bei meiner Videobeschreibung. Wir sind jetzt am Alexanderplatz. Wir werden Latschen für den Kleinen gucken. Sportschuhe. Da er jetzt langsam anfängt zu laufen und ja, genießt das Wetter, Leute, ist übelst nice. Was sagen Sie dazu? Spaß. Ey, ohne Spaß, Digga. Walla, wie konntest du das vergessen? Wir müssen aber auch voll durstig, ey, wir haben es auch weggeht. Ja, also aber wir müssen auch wieder reinkommen auf jeden Fall. Corona hat uns hops genommen, wir sind wieder negativ, Leute. Und ja, wir befinden uns gerade vor JD. Und wir sehen uns drinnen. Ist zu groß einfach für ihn. Hey, du Bruder, Gilli. Eine Ewigkeit später. Wir haben gar kein Glück in Sachen Shoppen, ja. Also die Größe von dem Kleinen haben die irgendwie nicht da. Ich weiß auch nicht, wer geguckt hat. Hast du gesehen, wer geguckt hat? Ich habe ihn gefragt, kannst du mal bitte gucken, ob du die Größe 20 da hast? Er hat es abgescannt, hat schon die ganze Zeit seinen Kopf gewackelt, Digga. Auf nein, gibt's nicht. Weil ich frag mich, wie man manchmal so Leute einstellen kann, die nicht mal richtig arbeiten wollen. Also wir sind jetzt bei Snipes. Probieren unser Glück hier. Die Frage ist, was hältst du davon? Ich weiß es nicht. Ich war noch nie im Badeanzug. Er ist am Cruisen. Wisst ihr, was ich richtig eklig finde? Da war gerade eine Dame, ja. Sie hatte fettige Haare, hat sich einen Kamm genommen, hat sich ihr Haar gekämmt, Digga, und hat das wieder zurückgelegt. Walla, das ist doch so eklig, ja. So, was haben wir geholt? Schlappen einfach so für ihn. Dann habe ich 2 Bade-Overalls geholt. Voll gut, ja. So ein Handtuch-Outfit. So ein
nach dem Schwimmen. In meiner Lieblingsfarbe Türkis. Okay. Und Mütze. Irgendwo. Aber die ist die gehört dazu, glaube ich. Nee, die extra Mütze so für jetzt. Mit okay. Nackenschutz. Ja. Ajo. Also Leute, wir waren Primarkt, wir waren Bubble Tea trinken. Und morgen sind wir bei meiner Mama eingeladen. Meine Mama möchte grillen für uns. Und wir überlegen, morgen früh zum Schwimmen zu gehen, falls das Wetter genauso wird wie heute. Ansonsten sehen wir uns morgen im Schwimmbad. Auf jeden Fall. Bis morgen. Dann morgen. Ibiza, Ibiza. Willkommen beim Tag 2. Wir befinden uns jetzt vor dem Schwimmbad. Wir werden heute schwimmen gehen. Es ist heute 30 Grad. Und später sind wir zu meiner Mama eingeladen. Wir werden saftig grillen. Und wir nehmen... Und wir nehmen euch auf jeden Fall mit. Hallo. Nee. Der Mercedes unter den Babywagen. Like Nitro. Oh mein Gott. Spassi. Also eigentlich, Leute, gehen wir gerne zum See, zum Schwimmen. Doch letztes Jahr wurde voll oft angekündigt, dass das Wasser dreckig ist. Und wir wollen halt nicht mit dem Kleinen ins dreckige Wasser. Deswegen sind wir dieses Jahr Schwimmbadgänger. Also, guck mal. Sie weiß schon mal, in welche Richtung wir gehen müssen. Weil ich habe vorhin erwähnt gehabt, dass wir eigentlich voll der Seegänger sind. Und ey, wann waren wir das letzte Mal Schwimmbad? Schwimmbad? Wir waren einmal, glaube ich, tauchen. Einmal, war? Ja, und seitdem der Kleine jetzt da ist, werden wir wahrscheinlich richtige Schwimmbadgänger, Digga. Ich habe auch vorhin erwähnt, so mal gucken, was auf uns zukommen wird. Ob es voll wird, dreckig sein wird, ob im Wasser Kaka schwimmt. Nur Gott weiß. Wir haben insgesamt 9 Euro bezahlt als Familienticket. Ansonsten kostet es eigentlich 5,50. Und ja, es ist nicht riesig hier, es ist auch nicht voll. Aber geht voll klar, ja. Und heute ist, glaube ich, der einzige Tag, wo es 30 Grad ist. Das müsste es man eigentlich. Ist nicht voll, weil es ist in der Woche. Es ist in der Woche, ja, natürlich. Also, es wird bestimmt jetzt voller. Es ist ja jetzt schon 14 Uhr oder 15 Uhr. Dann kommen die ganzen Share-Babys bestimmt rein. Boah, wer kennt das nicht? Es ist übelst kalt und übelst dreckig. Also, ich gucke mir jetzt das Wasser an. Ich hoffe, das ist sauber. Doch, ja, das Wasser sieht sauber aus. Das Problem ist, ich darf hier nicht aufnehmen. Da ich sowieso keine Menschen zeige, ist alles okay, aber trotzdem. Wenn die mich mit der Kamera entdecken, werden die sagen, was machst du? Also, wir genießen jetzt das Wetter, Leute. Und Mini-Statement erkläre ich euch dann so danach, wenn ich fertig bin hier mit dem Schwimmen. Ich weiß jetzt nicht, wie das Wasser ist. Das sah jetzt sauber aus. Ich werde mich jetzt abkühlen und dann sehen wir uns später auf jeden Fall wieder. Der Seifu ist auch dabei und er ist auch bereit. Irgendwann später. So Leute, wir sind raus vom Schwimmbad. Wir waren ungefähr 2 Stunden da. Ganz angenehm. Länger? Ich weiß nicht. Also es war ganz angenehm auf jeden Fall. Es war nicht viel los, da wir in der Woche sind. Und ja, jetzt fahren wir kurz einkaufen und dann würde ich euch die Delikatesse von meiner Mama zeigen. Sie grillt heute. Ich habe einfach 70 Mal gesagt, dass sie grillt. Ich liebe es. Gönnt euch. So, wir haben jetzt Getränke und so weiter eingekauft. Und jetzt gehen wir rüber zu Mama. Spassi. Nein. Mal. Mal. Wie fandest du die 2 Tage? Welche 2 Tage? Na, jetzt gestern und heute. Angenehm. Lüge! Okay. Es war so ungewohnt, weil man zum ersten Mal mit dem Kind schwimmen war. Ich war auf alles, ja, man fühlt sich voll beobachtet und so. Ich fühle mich wie eine Mutti einfach. Oh, meine Mama hat alles vorbereitet. Ey, das riecht so geil, so lecker, unglaublich. Ey, wir können uns auch gerade am Arbeiten. Nice. Weißt du, was du da machst? Ja. Was, wie heißt das? Shish. Shish, aber auf Deutsch? Keine Ahnung.
Shish-Kebab. Kebab mit dem Shish. Jawoll. Meine Mama bereitet gerade Adana-Kebab vor. Oh mein Gott, heute wird Fleisch bombardiert. Das dürfen wir niemals vergessen. Auf türkische Art. So Leute, es ist angerichtet. Boah. Let's go. So, somit verabschiede ich mich euch von diesem Video. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Vergesst diesen Kanal nicht zu liken und zu abonnieren. Wir sehen uns zum nächsten Video.